Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen und es geht um Oliver Pocher. Oliver Pochers Hetze ist noch schlimmer, als ihr dachtet. Ich dachte schon, sie ist schlimm genug. Die meisten von euch haben es mitgekriegt, das war die peinlichste Trennung, von der ich je gehört habe. Vor allem von zwei so Doppelmoral-Menschen wie diesen beiden, die immer mit dem Finger auf andere gezeigt haben und meinten, oh, ihr benehmt euch so kindisch nach einer Trennung, man sollte sich erwachsen verhalten. Und glaubt mir, ich kann darüber reden, denn gestern war mein Scheidungstermin. Nevi und ich sind seit einem Jahr getrennt, haben die Scheidung gestern endgültig durchgezogen und in diesem Jahr erstmal auf eine andere Art und Weise versucht, und zwar ohne Rosenkrieg, ohne Beefs, ohne Stress, ohne Streit, sondern einfach nur sich gegenseitig gut verstehen, für die Kleine da sein, aber getrennte Wege zu gehen. Und ich muss euch sagen, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe dazu einen kurzen Scheidungsvlog hochgeladen auf meinem TikTok, könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken, wenn ihr es nicht schon längst vorgeschlagen bekommen habt, so viele Aufrufe, wie das in so kurzer Zeit generiert hat. Und für viele war das ein Schock da draußen, weil nicht jeder ist aktiv und intensives Mitglied der Mazdaq Army und kriegt sowas halt in einer Randnotiz während einer Reaktion zu einem ganz, ganz anderen Thema mit. Und sehr, sehr viele waren auch geschockt und waren der Meinung, ey, ihr wart voll das süße Paar, bla bla bla. Aber kurz und knapp gesagt, nur für euch, damit eure Neugierde befriedigt ist. Wir haben gemerkt, es stimmt etwas nicht. Nevi war sich ja schon seit Monaten am Beschweren, dass ich ihr keine Liebe mehr schenke, keine Aufmerksamkeit. Und ich sag euch ehrlich, irgendwann lebt man sich auseinander. Die Interessen sind anders und während man am Anfang der Beziehung die ersten paar Jahre darüber hinweg sieht, weil die Emotionen mit einem verrückt spielen, weil die Gefühle stark sind, hast du nicht gesehen, holt einen der Alltag irgendwann ein und man merkt, ey krass, eigentlich passen wir so gar nicht zusammen. Als Freunde, ja, gar kein Problem. Da dachte ich mir, komm, bevor das Ganze in einem Beef eskaliert, setzen wir uns hin, haben miteinander gesprochen, war ein sehr, sehr schönes Gespräch und haben uns einen letzten schönen Tag gemacht. Und dann habe ich gesagt, adios amigos. Nevi war so nett, hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Hat die Kleine, so wie ich wollte, bei mir gelassen. Wir haben keinen Streit seitdem gehabt, verstehen uns sehr, sehr gut. Sie ruft mich 2-3 Mal am Tag an per Videochat. Ab und zu seht ihr es ja in meinen Reactions, wenn sie mich während einer Reaktion einfach anruft. Und ich muss sagen, dieser Weg scheint, zumindest lassen mich Außenstehende das wissen und teilen mir das mit, der bessere zu sein. Denn von allen anderen, wo ich es mitgekriegt habe, wo so eine Beziehung in einem Rosenkrieg endet, war es keine schöne Erfahrung. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung nicht gemacht habe. Aber kommen wir zurück zur Thematik. Oliver Pocher hat uns das Gegenteil von dem gezeigt, wie es eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach. Wobei Amira Pocher nicht ganz unschuldig ist. Aber genug geredet, wir gönnen uns direkt das Video von Alpha Kevin auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go! Nicht einwandfrei aufzeigen, wie respektlos Oliver Pocher gegenüber anderen ist und wie schamlos er über andere Menschen herzieht, um sich selbst zu profilieren. Und auch damals hat er schon Kontroversen wegen solcher Clips hier. Mein Lieber, du musst ein bisschen netter zu mir sein. Yeah, we're going to dance, we wait for it's in Vienna. Nee, ist gar nicht bemerkt, angeschlichen. Was soll das denn? Ich bin sehr froh, dass ich dir nicht mal den Pick durchs Gesicht gezogen habe. Ich bin 16 geworden. Hast du schon mal einen Fünfer gehabt? Ich bin erst 13. Verstehst du mich? Ja. Natürlich. Wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Aus dem asiatischen Teil Deutschland. Und wisst ihr, was das Lustige daran ist? Er erinnert mich so krass an KuchenTV. Nicht der jetzige KuchenTV, aber der KuchenTV von vor noch nicht mal einem Jahr. Er hat ja eine krasse Änderung hingelegt. Er hat gemerkt, in der Öffentlichkeit kommt es besser an, wenn er sein wahres Ich ein wenig bedeckt hält und seiner Vorbildsfunktion nachkommt. Aber der Oliver Pocher von damals erinnert mich sehr, sehr stark an den KuchenTV von damals. Also, wenn man diesen Humor wirklich lustig findet, dann empfehle ich denjenigen dringend einen Arzt aufzusuchen. Jedoch waren das ja Pochers Anfangszeiten und meine Güte, dann hat er halt damals mal über die Stränge geschlagen. Ich meine, ein Mensch entwickelt sich ja auch mit der Zeit und irgendwann lässt er es bestimmt auch. Also bedeutet ja nicht, dass er heute immer noch genauso cringe ist. Okay, ihr wisst ja ganz genau, auf was ich hinaus möchte. Oliver Pocher hat sich natürlich nicht geändert, beziehungsweise nicht wirklich und ergötzt sich immer noch daran, anderen Menschen schaden zu wollen. Er macht ja vor allem in seinem Bildschirmkontrollenformat andere Influencer fertig, obwohl er halt selbst nicht besser ist. Heute knallt's richtig. Ja, alle Wünsche, es geht um dich. Und danach wirst du dir wünschen, dass es dieses Video nie gegeben hätte. Ich mache euch alle tot. Wenn es der Virus nicht macht, dann mache ich's. Ich liebe es, dich fertig zu machen. Zusätzlich konnte TJ dann noch in seinem Video beweisen, wie hochgradig widersprüchlich Oliver Pocher ist. So kritisierte er Dinge, die er anschließend selbst tat. Ihr rafft es einfach nicht. Es geht einfach darum, dass ihr eine Vorbildfunktion habt. Also ich finde, das ist auch so total lächerlich, dieses so, ja, du bist in der Öffentlichkeit, du hast auch eine Vorbildfunktion.
Wer sagt das? Dass ihr eine Vorbildfunktion habt. Ich sehe es komplett gar nicht so, weil ich kann halt einfach nicht für 2 Millionen Leute verantworten, was die schreiben, was die sagen, was die machen. Und ich bin nicht verantwortlich für Spinner da draußen, die irgendwelche Leute beschimpfen. Dass ihr eine Vorbildfunktion habt. Hat ja super funktioniert. Bevor wir gleich zu seinem extrem respektlosen Verhalten gegenüber gefühlt jeder Beziehung kommen, müssen wir das Ganze noch kurz fortsetzen. Denn die Widersprüchlichkeit, die wird halt noch deutlicher, wenn man das hier anschaut. Das wäre geil. Das wäre schöner, wenn du anderes wöchentlich einführen würdest. Aber die Polizei hat auch gesagt, bitte nicht in die Skigebiete, bitte nicht, wenn irgendwo Schnee ist, bitte nicht machen. Und das ist das Hohlfrittige, was ich nicht verstehe. Einfach sich mal und seinen Egoismus hinten anstellen und seine Follower und einfach, wenn man keinen Content zu erzählen hat, einfach mal die Fresse halten. Es ist doch nicht so schlimm. Da sind 8 Frauen aus 8 verschiedenen Haushalten, die feiern den 40. Geburtstag von Mozima Bunzi. Was man den Mädels vorwerfen kann, ja, sie haben in diesem Moment nicht eine Maske auf und nicht immer 1,5 Meter Abstand. Okay, das kann man gut oder schlecht finden. Wo sollen wir momentan nicht hingehen? Wie viel Meter sollen wir Abstand halten? 1,5 Meter. Wo ist Jenny Frankhauser vor 4 Stunden? Beim Friseur! Mein Friseur! Du bist so eine Hohlbirne, wirklich. Funktioniert so nicht. Was funktioniert denn so nicht? Dass man ins Publikum geht, wenn es die Ansage gibt. Das geht nicht. Weil ich kann ja als Gast auftreten, wann und wie ich will. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Ich freue mich jetzt gerade für. Ja, könnte gerne. Ich möchte gerne mein Hausrecht durchsetzen und möchte gerne, dass der Bereich das in den Fall. Nee, dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Ja, das machen wir ja auch. Und jetzt willst du hier als Dorfpolizei auch einmal nochmal einen Schaden machen. Ich bleibe jetzt einfach mal entspannt. Okay. Nein, fang hier nicht mit Polizeigriff an. Machen wir doch gerade gar nicht. Doch, er hält mich. Och, muss der kleine Oliver Pocher gleich weinen. Also jetzt mal ehrlich, der Typ, der macht Leute rund und beleidigt sie, wenn sie einfach gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen. Wenn er dann aber nicht die Corona-Maßnahmen einhalten möchte, legt der kleine Olli sich auch gern mal mit der Polizei an. Ja, das sind sehr, sehr viele Komplexe, die ineinander übergreifen. Und glaubt mir, wenn das so weitergeht, wird bald der Begriff Doppelmoral im Duden abgelöst werden. Vom Namen Oliver Pocher. Und der Oscar für den schlechtesten Joke 2024 geht an Mostak! Und heult dann rum. Was für ein widersprüchlicher Mensch kann man eigentlich sein? Erklärt mir das mal bitte. Und wo wir auch gerade bei Widersprüche sind, TJ hat auch folgenden Clip mit eingebaut. Es gibt niemanden von dieser Bildschirmkontrolle, den ich persönlich so fertig machen wollte. Ist das hier alles kein Mobbing? Und das Gesicht haben wir noch nicht mal gesehen von dir. Die aber auch schon mit 22 aussieht, als wenn sie einen Autounfall hatte und ein Airbag im Gesicht hängen geblieben wäre. Jessica Paschka, unsere Ex-Bums-Bachelorette. Ich liebe es, dich fertig zu machen. Es gibt niemanden von dieser Bildschirmkontrolle, den ich persönlich so fertig machen wollte. Ja, laber uns doch keine Frikadelle ans Knie. Wir haben es doch verstanden. Du bist halt einfach ein hochgradig respektvoller Mensch. Das verstehen wir schon. Du sagst halt einfach nur selbst in die Kamera, wie du es feierst, andere Menschen fertig zu machen. Und beim Thema Mobbing ist der Herr Pocher natürlich voll dagegen. Ich meine, das ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Ja, ja, also wer Oliver Pochers Humor nicht versteht, der hat halt einfach keine Ahnung und auch keinen Humor. Genauso wie man definitiv auch den Humor von Pocher über die derzeitigen Beziehungen und Trennungen verstehen muss. Ansonsten hat man halt kein Mitspracherecht. Denn erst dann kann man es als Zuschauer so richtig fühlen, wie lustig er doch eigentlich ist. So ist er ja mittlerweile mit Amira, seiner Ex-Frau, getrennt. Die beiden haben sogar 2 Kinder im Alter von, glaube ich, 3 und 4 Jahren. Und als irgendwann das Gerücht entstand, dass Amira eventuell etwas mit Björn hatte, das ist halt so ein Motivationscoach, machte sich Oliver Pocher pausenlos nur noch über ihn lustig. Es ist übrigens auch nie klar gewesen, dass Björn und Amira überhaupt was miteinander zu tun hatten. Aber Pocher pushte das Ganze natürlich so krass nach oben und erstellte sogar einen eigenen Instagram-Kanal über ihn, um sich in Form von Parodien extrem über ihn lustig zu machen und über ihn herzuziehen. Und das kommt nur aus 2 Gründen. Erster Grund, er war emotional noch an sie gebunden. Da will man diese Wut und Enttäuschung rauslassen. Ich meine, ich habe ja das letzte Jahr Ähnliches durchgemacht, mit dem einzigen Unterschied, dass bei mir halt nicht mehr so viele Gefühle da waren, aber auch schon vorher nicht. Und bei Nebi genauso. Wir sind einvernehmlich auseinandergegangen. Wir haben an unser Kind gedacht. Und was ist das Beste für das Kind? Wir haben uns wie 2 Erwachsene verhalten und gemerkt, ey, dieses eine Jahr halten wir die Fresse über diese Thematik, denn es geht die Öffentlichkeit nichts an. Ja, jetzt ist die Scheidung durch. Wie gesagt, seit gestern ging alles ratzfatz. Wir haben sehr
guten Anwalt gehabt. Wir haben Hand in Hand zusammengearbeitet. Die hatte keinen eigenen Anwalt, denn die war einfach mit uns dann dort vor Ort vor Gericht. 4-5 Minuten, das Ding war durch. Jetzt kann man ja darüber reden. Ich meine, ich habe hier immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihr. Das komplette Jahr über. Warum? Weil wir beide unser Ego zurückgestellt haben. Plus, wir waren halt nicht so ineinander, sage ich mal, verliebt wie ein Oliver Pocher anscheinend in Amira. Weil er so verletzt ist, muss er es rauslassen. Und der zweite Grund, Reichweite, Geldgeilheit. Er schlachtet alles aus, sogar so etwas Intimes für Fame und dementsprechend für Geld. Das hat er damals schon gemacht, wo er auf einmal die Schweinegrippe hatte, als das in war, wo er Corona hatte, als das in war. Er ist zufällig bei jeder Sache, die in ist, die gerade deutschlandweit thematisiert wird, ist er einfach immer mittendrin, ist mir bei ihm aufgefallen. Und das zeigt mir halt eine gewisse Geldgeilheit. Ich muss ganz kurz Sport machen. Ich will fit bleiben, damit ich auch körperlich euch ein bisschen hier was präsentieren kann. Besser, denn die Kraft kommt aus dem Hintern. Wo habe ich das gelernt? Natürlich nur bei ihm. Hier ist er, Beyond Kakikaku. Also, er parodiert seit dem 16. November 2023 diesen Beyond und das setzt er sogar bis heute fort. Und wenn man vielleicht mal ein Späßchen macht, ey, dann blicke ich drüber hinweg. Okay, der Typ ist Comedian, das machen ja viele, ist alles schön und gut. Aber Pocher bauscht das ganze Thema so krass auf, dass dieser Insta-Kanal mittlerweile 128.000 Follower hat und das nur durch Beyond-Parodien. Und er macht sich halt immer noch extrem über ihn lustig und nach dem 20. Mal ist es halt irgendwann nervtötend. Und man bekommt als neutraler Zuschauer einfach nur noch das Kotz. Jeder verarbeitet das, in seinem Fall eine Trennung, anders. Er verarbeitet das auf diese Art und Weise. Er denkt, die hätte ihn wegen dem Beyond verlassen, was vollkommener Bullshit ist. Eine Frau verlässt nicht wegen dem anderen Typen, sondern weil die einfach, keine Ahnung, einen Wandel durchlebt oder einfach keinen Bock mehr auf ihn gehabt hatte. Wir wissen es nicht. Bei denen ist das eine Tatsache, sie hat ihn verlassen. Er hängt ja immer noch an ihr fest, sonst würde er sich ja nicht so verhalten. Man sieht ja die Interviews von den beiden, wie er sie noch verliebt anguckt und komplett verzweifelt ist. Und das tut mir da auch wirklich leid, denn ich habe das nach meiner ersten großen Liebe, nach meiner ersten Beziehung auch durchmachen müssen und es war sehr, sehr hart und ich habe mich da komplett gehen lassen. Man hat mir angesehen, dass es mir scheiße geht. Und anstatt er sich wie ein Mann aufrappelt und aus diesem Lutscher-Dasein rauskommt, an sich trainiert, mal Zeit mit sich selbst verbringt, Selbstreflexion, vielleicht meditieren, was auch immer, irgendwas, was ihm gut tut, steigert der sich immer weiter da rein und macht sich dadurch seelisch einfach nur kaputt. Hallo und ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2024. Schauen wir doch mal in den Glückskeks des Jahres. Hilfe, ich werde gezwungen, Glückskeks-Weisheiten in diesen Glückskeks reinzumachen. Bitte befreien Sie mich aus einem chinesischen Gefangenenlager. Denken wir alle mal über diese Worte nach und wünschen uns gegenseitig ein Happy New Year. Und das macht er immer und immer weiter. Eigentlich wollte Beyond sich dort raushalten, weil er mit der ganzen Thematik eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und er wollte sich eher auf die positiven Dinge konzentrieren, da er momentan eh eine sehr schwere Zeit durchlebt hatte. Da es in seinem privaten Umfeld schwerwiegende Komplikationen mit seinem Kind gab. Jedoch sah er sich dann irgendwann mal gezwungen, ein Statement zu posten, weil er einfach unfassbar heftig gehatet wurde. Und ist auch absolut verständlich und nachvollziehbar. Nur das Ding bei der Sache ist, Beyond ist kein Real Talk Typ wie ich oder Alpha Kevin oder KuchenTV oder was weiß ich wer noch da draußen, gibt ja eine Handvoll. Unser Job ist es, sich hinzusetzen und zu quatschen, über solche Themen zu diskutieren, Beweise zu bringen, Argumente, pipapo. Er aber nicht. Und da kommt ein Oliver Pocher an, der eigentlich quasi etwas ähnliches macht wie wir, nur halt auf, ja, ehrenloser, schießt und schießt und schießt und schießt. Da dachte sich der Björn, ey, der hört ja gar nicht mehr auf. Da werde ich mich mal kurz dazu äußern, weil es werden auch viele, viele Lügen verbreitet und hat sich dazu geäußert. Und das hat der Olli zum Antrieb genommen und Anlass, weiterzumachen. Typischer Mobber. Ah ja, und falls ihr euch wundert, was ich hier gerade esse, Datteln vom Datteldealer. Ich mache jetzt hier einen auf böse Mann. Wer Bock auf solche Datteln hat, beim datteldealer.de, könnt ihr euch solche Pakete bestellen. Ein Teil des Geldes wird gespendet nach Gaza, also Palästina.
Und mit dem Code MASDAKO kriegt ihr sogar nicht 10, sondern 15% Rabatt. Deswegen gönnt euch einfach, die schmecken richtig, richtig geil. Jetzt weiter mit dem Video. Und er schrieb dazu folgendes oder sagte das irgendwo. Seine angebliche Liebesbeziehung mit Amira Pocher. Das stimmt nicht, wir haben keine Liebesbeziehung, wir hatten keine Liebesbeziehung. Aber wisst ihr, wenn einem nicht geglaubt wird, dann muss man ein Gericht einschalten als letzte Instanz. Außerdem habe ich eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Jeder, der weiß, was das ist, der weiß, dass eine Falschaussage mit hohen Strafen verbunden ist. Das ist nicht etwas, was man einfach so aus einer Laune heraus macht, sondern nur, wenn man ein reines Gewissen hat und wenn man absolut überzeugt ist von der Wahrheit. Das habe ich gemacht. Also Oliver Pocher pusht eine angebliche Beziehung zwischen Amira und Björn so krass auf, macht sich permanent über ihn lustig, dass sogar Björn eine eidesstattliche Erklärung abgibt. Also Real Talk, dieser Björn, der hat auch nie etwas über Amira und Oliver Pocher erzählt, denn er wollte sich da komplett raushalten und trotzdem wurde er immer wieder mit reingezogen und belästigt. Und von dem Hate der Fans abzusehen, denn da sind viele Leute natürlich auch rübergegangen und haben sich über ihn lustig gemacht. Starke Aktion, das muss man erstmal aus dem Nichts so schaffen. Doch die Thematik hat hierbei leider immer noch kein Ende, denn während Oliver Pocher ohnehin schon sehr respektlos gegenüber Björn war, wurde auch Amira immer wieder von Oli Pocher ausgenutzt für die Aufmerksamkeit. Und jetzt wird es wirklich richtig eklig, schnallt euch an der Stelle an. Derzeit kursiert ein Kussfoto von Amira und dem Moderator Christian Düren. Und was jetzt Pocher daraus macht, das ist wirklich unfassbar ekelhaft. Denn passt auf, eigentlich ist es ja so, dass man solche Beziehungen oder Liebeleien einfach privat hält. Und die beiden, die wollten auch mit Sicherheit nicht von irgendeinem RTL-Typen da fotografiert werden. Außerdem ist Oliver Pocher und Amira getrennt und sie kann ja ohnehin tun und lassen, was sie möchte. Die kann ja mit jedem rummachen, das steht ihr ja komplett frei. Stopp, da muss man aufpassen, im Scheidungsjahr, und da befinden sie sich ja noch drin, sollte man da ein wenig vorsichtig sein. Denn sollte eines der Seiten, der Mann oder die Frau, eine Beziehung haben und der andere, die Gegenseite, die noch an dieser Beziehung hängt und auf Teufel komm raus versucht, die zu retten. Ich meine, was bezweckst du damit, Land? Die hat dich verlassen, die hat keinen Bock auf dich. Bewahr dir doch ein wenig Würde, Ehre und Stolz und zieh erhobenen Hauptes weiter. Jenny, wie kannst du so einer Frau hinterher trauern? Ich würde auf so eine Frau spucken. Die hat ihn ja komplett aus dem Leben gerissen. Das war nicht so ein schleichender Prozess, wo man sich irgendwann so denkt, ey komm, wir haben uns übertrieben gern, wir verstehen uns so, so gut, wir sind so ein krasses Team, aber die Liebe fehlt einfach und wir können nicht noch länger. Wir sind ja jetzt schon 6 Jahre oder so zusammen wegen dem Kind. Aber das Kind ist jetzt 8 Jahre alt. Lass mal langsam Strich ziehen. So, bei ihm war das ja nicht der Fall. Er wurde ja abrupt rausgerissen. Das hat sie bewusst gemacht. Dann drehst du doch deinen Rücken so einer Person zu und wendest dich ab und gehst. Ja, nee, bewahr dir doch ein wenig Würde. Was ist los mit dir? Aber er versucht dann immer wieder, ach komm, gib mir doch bitte einen Kuss. Ach komm, mach doch dies. Ach komm, mach doch das. Schämst du dich nicht? Was ist los mit dir? Werd Mann, du Hund. Zur gleichen Zeit soll dann rausgekommen sein, dass Oliver Pocher und Cora Schumacher eine Art Liebelei gehabt haben soll. Diese war aber zu der Zeit noch im Dschungelcamp und sprach dann relativ deutlich über die Liebelei mit Oliver Pocher oder halt mit dem Comedian und alles deutete halt auf Oliver Pocher hin. Und es wurde folgendes dazu geschrieben oder folgendes hat sie halt gesagt. Ich kenne den Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat halt gefragt, ob er vorbeikommen kann und ja klar, ich habe ihm natürlich gerne auch die Tür geöffnet, weil ich ihn mag. Da Oliver Pocher natürlich nicht möchte, dass so etwas öffentlich gesagt wird, hat er auch prompt, während Cora noch im Dschungelcamp war, sehr krasse Dinge in seiner Show über sie erzählt. Übrigens, nur kurz zur Info, Cora Schumacher ist die Ex-Frau von Ralf Schumacher. Und Amira war zur gleichen Zeit in Südafrika, also in Kapstadt unterwegs. Und da schauen wir uns doch jetzt einfach mal Oliver Pochers komplettes Reel an, um mitzubekommen, wie respektvoll er doch gegenüber anderen Frauen ist. Noch mit den Kindern schwimmen und das war ganz lustig, dann kam einer so, oh. Lustig, haben Sie nicht noch vor kurzem in Bremen gespielt? Ja, gestern war ich in Frankfurt, heute bin ich in Hannover. Meine Ex-Frau bumst in Südafrika rum. Und Cora Schumacher erzählt, dass ich sie ficke im Dschungelcamp. Nee, also hier kann ich ja unter uns mal sagen, also das mit Cora und mir, das sollte eigentlich geheim bleiben. Wir sind so glücklich miteinander. Wir haben uns in der Bibliothek kennengelernt. Na, sie hat sich so ein Malbuch ausgeliehen und bin da gerade Händchen haltend mit Ralf reingekommen. Ja, er ist immer ein bisschen verschmust, nachdem wir Sex hatten. Und ich fahre dann morgen, ich fliege dann nach Australien. Ich werde dann entweder Ersatzkandidat oder bin einfach im Versace Hotel und gucke, ob ich Yvonne Wölke oder Iris Klein bumsen kann und mach mir eine schöne Zeit vor Ort. Und nein, es einfach ist toll. Also es ist auch, ich wollte mal einfach mal was anderes. Einfach mal jetzt auch mal eine Frau mit Stil und Niveau und ja, wir haben uns über OnlyFans kennengelernt und und jetzt sind wir zusammen. Jetzt ist es raus, das ist wirklich toll. Also ich habe es ja auch schon den Kindern vorgestellt und
Naja, dass sie schwanger ist, erzählt sie erst morgen am Lagerfeuer. Deswegen, wir haben noch ein bisschen für die nächsten Tage. Das erzählte er, währenddessen sie noch im Dschungelcamp war und es nicht mitbekommen konnte. Auch Amira war ja nicht in Deutschland, sie war in Kapstadt unterwegs und dementsprechend hatte sie wenig Lust auf so eine Aufmerksamkeit. Stattdessen erfährt sie nun, dass er sie mehr oder weniger als jemand bezeichnet, die andere einfach wegbumst, wie sie mag. Also das kommt jedenfalls wirklich sehr respektvoll rüber. Oliver Pocher, der hat das nötige Feingefühl in seinen Shows entwickelt. Aber ich meine, der lügt ja nicht. Ja, der, ich meine, das sind ja nur die Sachen, die wir mitkriegen. Wer weiß, was hier noch alles angestellt hat. Und das ist nun mal ein Problem, womit der Olli klarkommen muss. Bro, was denkst du, warum die damals mit dir zusammenkam? Du warst berühmt, du warst bekannt. Die dachte sich, ey, so ein Sprungbrett könnte ich gut gebrauchen. Und jetzt mittlerweile kennt jeder Schwanzsee. Und das ist auch die Gefahr, die man halt eingeht, wenn man bekannt ist. Die meisten Frauen, die sich an dich heften, sind diese Parasiten, diese Bazillen. Und bevor jetzt irgendeiner kommt und irgendeine Scheiße laut von wegen, ja, bei Nebi, nein, nein, halt eure Fresse. Als Nebi und ich uns kennengelernt haben, habe ich nichts gemacht. Ich war die ganze Zeit nur zu Hause. Ich hatte nichts. Ich habe in einem Dachboden gelebt, in so einem kleinen Zimmer. Sie hat das für mich eingerichtet. Sie hat das für mich renoviert. Sie hat gearbeitet. Sie hat alles bezahlt. Liebe geht hier an der Stelle nochmal raus an sie. Die ersten 7, 8 Jahre unserer Beziehung hat sie unsere Urlaube und alles andere finanziert und bezahlt. Sie ist wirklich mit 100% reingegangen. Sie hat nach kürzester Zeit, einem Monat oder so, hat sie sich meinen Namen tätowieren lassen auf dem Bauch. Das ist eine ganz, ganz andere Thematik gewesen. Ich war untrainiert, emotionslos. So. Ich habe auf nichts Bock gehabt. Durch sie fing ich an zu trainieren. Also sie hat mich wirklich krass gepusht und all das, was ich hier aufgebaut habe, da hat sie mir stark bei geholfen. Dieses Logo hat sie gemacht. Mein Logo, was ihr alle kennt, was auf meinen Hoodies drauf wird. Meine Hoodies hat sie initiiert. Dieses Licht dort, dieses Neonlicht, hat sie bestellt. Alles quasi, was hier ist, da hat sie mich krass bei unterstützt. Und das macht eine gute Frau aus. Bei ihr hat man einfach immer nur das Gefühl gehabt, ey, die will Fame werden. Sie hat es auch geschafft. Sie ist Fame geworden. Auf seinem Nacken. Sie hat ihn als eine Art Sprungbrett-mäßig ausgenutzt. Das ist das, was dem Olli wehtut. Ebenso ist es absolut ekelhaft, wie er sich über die angesprochenen Personen hier äußerte. Das ist halt so fremdscham-erregend und unlustig. Und Junge, der ist über 40 Jahre alt. Und schämen sollten sich vor allem die Leute, die sich auf Ernst noch ein Ticket bei ihm besorgen, um das dann noch zu feiern. Denn wir haben ja hier keine Pointe, wie es eigentlich bei Comedy der Fall sein sollte. Also das sind ja keine Witze, die hier gemacht werden. Ganz im Gegenteil. Der lästert einfach über andere Menschen, auch über seine eigene Beziehung bzw. Trennung und macht Leute fertig. Und die Leute können sich halt reichweitentechnisch nicht mal im Ansatz wehren, wenn man mal bedenkt, wie viele Zuschauer er hat. Und da kommen wir mal wieder zu dem Punkt, den TJ damals aufgegriffen hatte. Oliver Pocher ist absolut widersprüchlich und respektlos. Er hetzt halt förmlich nur gegen andere und macht sich auch nur über andere lustig. Also da kommt selten mal ein Spruch gegenüber ihn selbst. Und sobald dann wirklich mal von außerhalb etwas gegen ihn kommt, dann heult er direkt rum und teilt lieber weiter aus. Und als wäre das Ganze nicht schon genug, teilte er auch auf Instagram in seinen Stories gegen Christian Düren aus. Der kann ja ohnehin eigentlich machen, was er möchte, denn Amira ist Single, er scheint Single zu sein und da können die sich da auch miteinander treffen. Meine Güte. Aber schauen wir uns doch einfach mal an, was Oliver Pocher über ihn schreibt, weil er einfach eifersüchtig wie so ein 16-jähriges Mädchen ist. Sobald sich Frauen trennen, Charlotte würdigt, Katie Hummels, Amira und so weiter, kommt der Christian und fragt mal zum untenrum Berühren nach. Aber viel Glück für die beiden und seinen Pizzateig. Amira kann ja für ihn Werbung machen. Der Wortlaut der Bild sollte eigentlich, sie haben Sex, sie teilen sich das Bett sein oder der Reste ist wieder da. Lustig, lustig, Kuss. Zeig mir, dass du wirklich komplett gebrochen bist, ohne mir zu zeigen, dass du komplett gebrochen bist. Oh, ich weiß nicht warum, ich feiere das irgendwie. So der Arme, er tut mir schon wirklich leid, ja. Dieser Christian Düren ist auch so ein Schläger, ja auch Scharmut. Ich meine, wir sind alle nicht unschuldig. Ja, weil ehrlich, wir sind nicht alle unschuldig. Ja, nee. Man lernt auch hier und da mal Leute kennen. Man hat ein bisschen Spaß. Heutzutage haben die Frauen eh nicht so viel Auswahl. Bei diesen ganzen Lutschers, die rumlaufen. Da kommt man bei der einen oder anderen ganz gut an. Und erlebt auch mal andere Sachen im Leben. Schöne Sachen, die man so nie erlebt hatte. Gönnt ihr doch. Bruder, was ist los mit dir? Geh doch raus. Du bist doch Fame. Nutz doch dein Fame aus. Pack dir ein paar Scharmuts, die Bock auf dich haben. Weil die denken, ey, der könnte mich auch berühmt machen. So wie er Amira berühmt gemacht hat. Was nur oft, dass du mit denen keine Kinder auf die Welt setzt. Mach dir ein paar schöne Jahre und weiter. Das Junge, wie dem Typen gerade Karma widerfährt, das tut einem ja fast schon gut. Aber dass er hier Christian Düren als
Reste bezeichnet, spricht jetzt nicht wirklich für einen Ü40 Oliver Pocher. Und die Mutter seiner Kinder indirekt als Rest zu bezeichnen, die ja nur weggebumst wird, ist halt jetzt auch nicht so die schmackhafteste Qualität. Also das nenne ich wirklich Respekt gegenüber der eigenen Familie. Hier hat sich wirklich jemand im Laufe der Zeit wirklich enorm reflektiert und sich auch gebessert. Also ja, das ist der einzige Punkt, wo ich euch sage, dass ich maximal einen Upturn auf ihn kriege. Wie wenig musst du deine Kinder lieben? Wie wenig Respekt musst du vor denen haben? Das geht aber an beide Elternteile, dass du dich so benimmst in der Öffentlichkeit, wie du es machst. Ja, nee, Nebi und ich könnten auch permanent Bilder posten von irgendwelchen Frauen oder Männern, die wir neu kennengelernt haben. Wir könnten auch öffentlich miteinander Beefs führen, mäßig die Trennung ausschlachten, richtiges Drama draus machen, wie ein Kanye, wie das gemacht hat, wie ein Oliver Pocher das macht. Das läuft ja besser bei denen denn je. Haben wir aber nicht gemacht. Wegen einem einzigen Grund. Okay, eigentlich zwei Gründe, aber der Hauptgrund, den sage ich gleich. Der zweite Grund ist, weil wir 13 Jahre zusammengelebt haben. Wir respektieren uns. Wir sind durch die Hölle gegangen. Wir haben vieles zusammen aufgebaut und wir verstehen uns. Wir vertrauen uns gegenseitig alles an. Wir sind sehr, sehr gut miteinander. Immer noch. Aber der wichtigste Grund ist, wir haben eine gemeinsame Tochter. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Tochter wird älter und sieht diese Videos, wie der Vater über die Mutter redet. Und für das Kind sind beide gleich viel wert. Sollte zumindest so sein. So, die kann ja nichts dafür, dass man sich getrennt hat. Und bei einer Trennung leiden die Kinder halt am meisten. In unserem Fall haben wir halt sehr, sehr viel Glück, dass das so harmonisch abläuft. Am Samstag ist Nebi mit ihr im Kino. Morgen sind wir bei Nebis Eltern eingeladen. Mögen sie in Frieden ruhen. Die sind ja Ende letzten Jahres, das heißt vor 40 Tagen, vor 39 Tagen, sind die leider bei einem Autounfall umgekommen. Morgen ist der 40. Tag. Wir fahren dahin, also die Kleine und ich fahren dahin. Die ganze Familie von denen ist da. So, man ist nochmal im Haus der Eltern, bevor dort der Strom und alles abgeschaltet wird. Das heißt, der Kontakt ist noch massivst da. So, Kleine weiß, okay, die haben vielleicht keine Gefühle füreinander, es hat irgendwie nicht funktioniert, es gab aber keinen Streit. Plus, die verstehen sich sehr, sehr gut, quatschen permanent miteinander, die lachen, die haben Spaß. Ich habe beide Elternteile noch, kommen nicht zu kurz. Das ist auch meiner Meinung nach, denke ich, so der beste Weg, den man einschlagen kann. Raff dich ein wenig, reiß dich ein wenig zusammen. Alleine schon, wenn es nur um deine Kinder geht, auch wenn es nur Kindern zuliebe sein sollte. Also Oliver Pocher, du kannst extrem stolz auf dich sein. Du hast dich wirklich geäußert wie der größte Vollprofi. Auch wegen diesen Posts hier solltest du Respekt bekommen. Bei solchen Fotos, bei denen Christian nochmal checkt, ob die Mandeln bei Amira, die Antwort ist ja, drin sind, heißt es, sollen verliebt sein. Erzählt eine Cora was, wird es als Fakt vorausgesetzt. Aber ich komme mit klar. Welcome to the Showbiz. Vor allem spricht er hier über Fakten und was andere über ihn schreiben. Der Typ ist doch der Letzte, der sich über sowas aufregen kann. Er verbreitet ja ständig irgendeinen Müll von angeblichen Beziehungen, was gar nicht mal stimmt. Und hetzt dann noch seine Community auf irgendwelche, ach so schlimm, Influencer auf. Da merkt man, dass Olli keinerlei Respekt gegenüber anderen Personen hat, die er hier ja angeblich humoristisch kritisiert. Ich meine, das, was er hier macht, ist ja ausschließlich beleidigend. Da ist halt nichts wirklich humoristisch. Und wer das ernsthaft als lustige Unterhaltung empfindet, der sollte wirklich mal zum Arzt gehen und seine kognitiven Schäden behandeln lassen. Aber hey, Olli Pocher wurde daraufhin auch extrem kritisiert. Wobei, das ist ein falscher Begriff, er wurde sehr krass gehatet unter seinen Instagram-Beiträgen. Die Kommentare sind wirklich unfassbar negativ und das spricht eigentlich alles schon für sich. Und anstatt das als Olli Pocher einfach mal einzusehen, kommt dann folgende Instagram-Story. Liebt es oder hasst es, aber ich lasse mir den Mund auf der Bühne nicht verbieten. Und das hier ist kein Interview oder offizielles Statement. Aber von der Boulevardpresse habe ich eh nichts anderes erwartet. Werden im Podcast nochmal drüber sprechen. Guten Abend und Cora nur das Beste. Oh, dann lasse ich mir aber nicht den Mund verbieten. Also eigentlich das, was du immer bei anderen Influencern forderst, dass sie die Fresse halten sollen. Und einfach, wenn man keinen Content zu erzählen hat, einfach mal die Fresse halten. Es ist doch nicht so schlimm. Aber ist in Ordnung, Mr. Doppelmoral auf zwei Beinen. Wenn du das sagst, dann dürfte das schon stimmen. Das Karma kommt ja gerade und ich hoffe einfach mal, dass er eines Tages rafft, was für eine Scheiße er da fabriziert. Ich sehe halt hier ehrlich nur Hass und Spott gegenüber anderen Frauen und auch über andere Männer, also die angeblichen Beziehungen von Amira. Das ist halt null lustig und es zeigt einfach nur, dass er so eine Art mobbendes Verhalten für ganz in Ordnung findet und das ja Unterhaltung sein soll. Also Oliver Pocher hat sich trotz der massiven Kritik in der Vergangenheit wirklich kein Stück reflektiert oder gebessert und mal sein Verhalten geändert. Ganz im Gegenteil, er schlachtet gerade seine eigene Trennung auf Kosten seiner eigenen Familie aus. Das muss man sich mal geben, das ist wirklich Wahnsinn. Unglaublich, aber mich persönlich wundert das auch gar nicht mehr. Stellt euch aber jetzt wirklich mal vor, er hätte wirklich eine Affäre mit Cora gehabt, was wir ja nicht wissen. Und dann macht er sie, ohne dass sie es weiß, in seinen Shows fertig. Während sie halt im TV sitzt und positiv über Olli Pocher und die Beziehung spricht. Es ist wirklich absolut wild. Ich kann halt wirklich nur sagen, wer diese Art von Humor von Oliver Pocher auch nur ansatzweise lustig oder spaßig findet, der hat vermutlich noch nie richtige
Comedy geschaut. Ja, Freunde, sehr, sehr interessantes Video vom guten alten Olli. Der kann einem einfach nur leid tun. Ich hoffe, er kommt darüber hinweg. Ich hoffe, das Ganze findet ein Happy End. Scheiß auf Olli, scheiß auf Amira, aber den Kindern zuliebe. Sophie, meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt grün, denkt immer daran. Auch in euch steckt ein kleiner Mustard.